Wir beiden müssen reden, denn ich weiß, dass du schon lange an deinem Mindset arbeitest. Aber bitte, um Gottes Willen, hör auf damit. Und du wunderst dich jetzt vielleicht, warum ich dir erzähle, dass du aufhören sollst, an deinem Mindset zu arbeiten, obwohl ich doch einer dieser tollen, ach so tollen Coaches bin, die sagen, deine Gedanken formen deine Realität. Ja und nein, doch ich bin mir sicher, du bist einer von den Menschen, der schon eine Menge Bücher gelesen hat. Du hast wahrscheinlich schon eine Menge Videos geschaut, eine Menge meiner Videos geschaut. Wenn nicht, wenn du neu hier bist, dann drück unbedingt auf Abonnieren, auf die kleine Glocke daneben, denn ja, hier gehen wir schön in die Tiefe. Ja, hier machen wir keine oberflächliche Persönlichkeitsentwicklung, sondern Persönlichkeitsentfaltung. Und wenn du an deinem Mindset arbeitest, dann fällst du wahrscheinlich in eine Falle, was nicht deine Schuld ist. Ja? Versteh mich bitte nicht falsch. Das ist etwas, was ganz einfach andere Leute dir vorleben. Und da wir Menschen nun mal nachahmen, was wir bei anderen Menschen sehen, bist du wahrscheinlich auch in die Falle gefallen. Das ist mir auch früher passiert und ja, auf gut Deutsch, das ist scheiße. Denn dann haben wir das Gefühl, wir drehen uns nur im Kreis. Dass wir immer schneller rennen, aber innerlich gefühlt auf der Stelle stehen bleiben. Dass wir mehr und mehr arbeiten, aber innerlich gefühlt mit angezogener Handbremse durchs Leben gehen. Dass wir mehr und mehr versuchen, uns auf die richtigen Dinge zu fokussieren, aber der Tyrann im eigenen Kopf, der wird einfach nicht leiser. Deshalb höre auf, an dem Mindset zu arbeiten, mach stattdessen Folgendes. Geh in dein Herz, geh in deinen Körper und lerne es, deine Energie zu fühlen. Und nein, ich werde jetzt nicht mit esoterischem Zeug kommen. Fühl deine Energie. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Nein, werde ich nicht. Doch was sind Emotionen? Emotions. Energy in Motion. Fühl dich bitte einmal da rein, als du das letzte Mal verliebt warst. Als du das letzte Mal wütend warst. Als du das letzte Mal so richtig gut gelaunt warst. Oder einfach ausgeglichen aufgewacht bist. Wenn du dich in diese Zustände hineinfühlst, du fühlst, dass du eine andere Energie hast. Nicht wahr? Und du fühlst, dass diese Energie eine bestimmte Charakteristik an sich hat. Wenn du wütend bist, ja, du kannst diese Wut nutzen, um bestimmte Dinge zu erledigen, um deinen Zielen einen Schritt näher zu kommen. Aber es ist auch eine sehr ausbrennende Wut, nicht wahr? Es ist, als würdest du einen Haufen Heu in Flammen setzen. Puh, auf einmal ist eine riesige Feuerwand da. So ein Feuerball. Und auf einmal ist das Ganze weg. Und so fühlen wir uns häufig, nachdem wir wütend waren, nicht wahr? Wenn du verliebt bist, auf einmal hast du so viel Liebe in dir. Du weißt gar nicht, wohin mit der ganzen Energie und du willst gar nicht schlafen, du willst nur noch das Leben genießen und du weißt gar nicht, wohin damit und alles ist so toll und du siehst keine Probleme mehr und es hat eine andere Qualität, nicht wahr? Wenn du Frieden im Innern fühlst, auf einmal wird alles ganz still und du hörst nur noch deine eigene Stimme und kannst ihr folgen. Und dann passiert was Interessantes. Dann hast du automatisch die richtigen Gedanken. Und wenn dann dich jemand um Rat fragt, ich komme einfach aus diesem Gedankenkarussell nicht raus. Ich komme aus dieser Emotion einfach nicht raus. Was würdest du mir raten? Dann hast du ironischerweise ganz intuitiv, ohne dass irgendjemand dir etwas dazu sagen muss, die richtigen Antworten parat. Du hast ganz intuitiv auf einmal die Tipps parat, welche der anderen Person helfen. Und sie denkt sich, wow, danke. Und für dich ist alles so einfach. Doch wenn es sich dann nicht mehr einfach anfühlt, dann machen wir den Fehler, den wir immer machen. Wir gehen zur Mindset-Arbeit. Ich denke falsch. Ich muss mein Mindset ändern. Oh, da ist wieder der Tyrann im Kopf. Oh nein, ich sollte so nicht mit mir reden. Nein, hör auf damit. Geh in deine Emotionen. Geh in deine Energie. Geh in deinen Körper. Denn dann hast du auf einmal ganz automatisch die richtigen Gedanken. Und ironischerweise füttern sich Gedanken und Emotionen dann gegenseitig. Du gehst in deine Energie rein und ich gebe dir gleich noch einen Tipp, wie du das einfacher machst. Keine Sorge. Du gehst in deine Emotionen hinein. Fühlst sie mehr, du kannst sie wirklich fließen lassen und du trainierst deine Emotionen auf eine bestimmte Art und Weise, denn hey, genau wie du deine Gedanken trainieren kannst, deine Gedanken lenken kannst, so kannst du deine Emotionen lenken. So kannst du deine Emotionen trainieren. Kleines Beispiel, um dir das klar zu machen, weil ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch wird jetzt im Kopf diesen irren Kritiker haben, nein, es geht nicht, du kannst deine Emotionen nicht trainieren, das ist unmöglich, Herr Wahler, das geht nicht. Okay. Denk bitte an eine Person, die, egal was passiert in ihrem Leben, sie findet einen Grund, um wütend zu sein. Und denk doch bitte mal an eine Person, die, egal was in ihrem Leben passiert, sie findet einen Grund, um gut gelaunt zu sein. Du hast solche Menschen schon kennengelernt, nicht wahr? Aha. Warum sind sie so? Sind sie von Natur aus so?
Wohl kaum, oder hast du schon mal ein Kind erlebt, was in einer Tour wütend ist, in einer Tour angepisst und immer das Negative sieht? Wohl kaum. Sie haben sich auf diese Emotionen trainiert. Und was passiert? Je häufiger du dich auf bestimmte Emotionen trainierst, desto stärker werden die Nervenverbindungen in deinem Nervensystem, desto mehr wird dein Körper von dieser Emotion, welche ja nichts anderes ist als ein chemischer Cocktail in deinem Körper, desto mehr wird dein Körper davon abhängig und will mehr von der Emotion und sagt, hey, gib mir Wut. Hey, gib mir Depression. Hey, gib mir negative Gedanken. Oder hey, gib mir Liebe. Hey, gib mir Frieden. Frieden. Nice, Alex. Gib mir Frieden. Das kommt aber raus, wenn du Frieden und Ruhe zugleich fühlst. Frier. Klingt so ein bisschen wie ein skandinavischer Name, oder? Das ist Frier. Hallo. Auf jeden Fall, du fühlst, wenn du deinen Körper auf Frieden und Ruhe trainierst, will dein Körper mehr davon. Und so trainierst du deine Emotionen. Und weißt du, was dann passiert? Himmel auf fucking Erden. Ist es unbedingt leicht? Wenn es für dich neu ist, ist es vielleicht ungewohnt, aber es ist nicht wirklich schwer. Wenn du jemand bist, der eh schon recht häufig gut gelaunt ist, dann wird das Ganze deine gute Laune auf ein anderes Level bringen. Wenn du komplett neu bist, keine Sorge, ich erkläre es dir erstmal. By the way, wenn du möchtest, dass ich dir das persönlich zeige, ja, dass ich dir nicht erkläre, sondern mit dir mache, dann schau mal hier, dann klick mal hier oder auf den Link in der Bio, denn ich gebe aktuell einmal die Woche ein Coaching-Webinar, wo wir uns über Zoom hinsetzen. Das ist keins von diesen aufgezeichneten Webinaren, was die ganzen 0815-wacken Online-Marketer machen, die das so aussehen lassen, als wäre es live. Nein, wir treffen uns bei Zoom. Ja, und dann zeige ich dir das Ganze einfach persönlich, weil das ist nochmal tausendmal einfacher als hier über Video. Anyway, wie machst du das Ganze jetzt? Klick auf den Link hier oben, Info, unten in der Description Box oder hier auf die Infocard. Guck mal, da kommen die ganzen Anglizismen raus, ne? Unglaublich, unglaublich, ich fasse es nicht. Sprich doch mal Deutsch, Alexander. Auf jeden Fall, wie machst du das? Wenn es für dich ganz neu ist, mach am besten Folgendes. Du kannst es jetzt auch sogar mitmachen, es sei denn, du fährst gerade Auto, dann mach es bitte nicht. Lehn dich zurück. Mach die Augen zu und nimm nochmal einen tiefen Atemzug. Und beim Ausatmen, stell dir vor, deine Aufmerksamkeit rutscht in das Zentrum deiner Brust. Und fühlst du mal, was da ist? Wie fühlt sich denn das Zentrum deiner Brust an? Und du stellst dir vor, als würde sich im Zentrum deiner Brust eine Blume öffnen. Oder als würde ein Tor aufgehen. Als würde sich ein roter Teppich ausrollen. Als würde sich ein Schloss öffnen, als würde eine Rüstung von dir abfallen. Etwas, was Öffnung symbolisiert. Denn, was machen wir? Bleib in deiner Brust. Ja? Mach die Augen zu. Ich weiß, ich habe die Augen gerade aufgemacht. Das dürftest du gar nicht sehen, weil du hast ja die Augen zu. Mach die Augen zu, bleib im Zentrum deiner Brust, fokussiere dich darauf. Und wir gehen damit in dein Herz. Na, hier ist das Zentrum deiner Emotionen. Denn überleg mal, wo fühlst du Liebe? Wo fühlst du Freude? Du fühlst es häufig irgendwo im Brustbereich. Fokussiere dich darauf und stell dir vor, das öffnet sich. Mach das nicht mit Gewalt, Anstrengung oder forciere es. Nein, 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 nein. Stell dir eher vor, als würdest du es erlauben. Ja? Als würdest du einer Blume erlauben, sich zu öffnen. Als würdest du einer Blume dabei zuschauen, wie sie wächst. Sobald du anfängst, an der Blume zu ziehen, machst du sie kaputt. Mm-mm. Gib ihr einfach die Möglichkeit, sich zu öffnen. Und das machst du immer. Und immer und immer wieder. Und du kannst die Augen übrigens wieder aufmachen, wenn du möchtest. Das machst du immer und immer und immer wieder. Und dann kannst du anfangen, deinen Fokus zu erweitern. Dass du dich nicht nur auf das Zentrum deiner Brust fokussierst, sondern dass du dir vorstellst, dein Fokus geht wie eine Taschenlampe. Ja, man kann ja Taschenlampen unterschiedlich verstellen. Dass sie einen sehr, sehr engen Fokus haben oder dass das Licht breiter wird, wie ein Flutlicht. Stell dir vor, so funktioniert das Ganze mit deiner Aufmerksamkeit. Du bleibst im Zentrum deiner Brust erstmal und mach das am besten regelmäßig. Mach das am besten jeden Tag. Abonniere auch unbedingt den Kanal hier, wenn du es noch nicht gemacht hast, denn ich werde in nächster Zeit eine ganze Menge geführte Meditationen, Hypnosen und Trancen hochladen, wo du schön mit mir ins Unterbewusstsein abtauchen kannst und oh, da passiert Magie. Ist magisch. Und du stellst dir vor, dass dieser Fokus öffnet und 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 öffnet. Und was passiert dadurch? Du fühlst mehr von deinem Körper. Du gibst also deinem Herzen, der Energie, die hier rauskommt, deine Energy in Motion, deine Emotionen, du gibst ihr mehr Platz. Weil was ist eigentlich persönliche Entwicklung, persönliche Erweiterung? Es ist Platz im Innern schaffen. Das Alte beiseite räumen, im Innern sich ausweiten und plötzlich hast du viel mehr Energie, viel mehr mentalen und emotionalen Freiraum, um dich nicht nur großartig zu fühlen, holy shit, fühlst du dich großartig, nö, du kannst auch noch im Außen sehr viel leichter kreieren. Bessere Karriere,
Easy. Bessere Beziehung? Easy. Gesünder sein? Easy. Ein Lifestyle nach deinen Wünschen und Vorstellungen? Oh mein Gott, easy. Und wenn du möchtest, dass wir das Ganze zusammen machen, und das war jetzt noch sehr theoretisch, möchtest, dass wir das zusammen machen, dann lade ich dich gerne ein, im Coaching-Webinar vorbeizukommen. Klick auf den Link in der Bio, ja, das hier, in der Bio, das ist ja Instagram. Klick auf den Link in der Description-Box, und jetzt habe ich alles durch heute, ja. Wenn ich nur noch ICQ, MySpace oder MSN Messenger oder so erwähnen, dann habe ich alle archaischen Sachen durch. Anyway, klick auf den Link in der Beschreibung von diesem Video oder hier oben auf die Infocard. Dann wirst du direkt zum Webinar weitergeleitet, da kannst du deinen Termin aussuchen. Sollte gerade kein Termin verfügbar sein, dann kannst du einfach dich für die Warteliste eintragen. Dann wirst du informiert, wenn ein neuer Termin da ist. Und so oder so, das Ganze ist live. Nicht, dass du jetzt denkst, ach, eins von diesen verdammten aufgezeichneten Webinaren, die als live abgestellt werden. Nein, 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 nein. Wir treffen uns bei Zoom. Das Ganze funktioniert über Zoom. Ja, wir werden miteinander kommunizieren. Deshalb, das wird sehr schön. Das wird wirklich schön. Du wirst die Magie am eigenen Leib erleben. Also, klick auf den Link, trag dich ein und dann würde ich sagen, bis dahin, Hakuna Matata. Ciao.